Der nächste Vortrag. Ich freue mich sehr, das anzukündigen. Wir haben einen Vortragenden, der aus dem sonnigen Kalifornien herkommt. Er ist Anwalt, er arbeitet für Harvard, er macht so viele Sachen und er kämpft für unsere digitalen Rechte. Und ich bin sehr glücklich, zu sagen, hallo, willkommen. Danke. So, ja. Ja. Und Spot the Surveillance, sieh die Überwachung, ist das Thema. Und wir werden sehen, was wir noch nicht gesehen haben. Und wir sind sehr glücklich, dass Sie hier sind. Und Kurt Ebsal, bitte übernehmen Sie. Vielen Dank. Danke. Thank you. Hallo zusammen. Ich bin der von der Electronic Frontier Foundation und ich rede darüber, wie man die Polizei bei Protesten überwachen kann. Es geht um Demonstrationen und das ist politischer Ausdruck und Leute dürfen gemeinsam sein und darüber reden. Das ist ein wichtiger Bestandteil einer ordentlich funktionierenden und das wird von Menschenrechtsorganisationen anerkannt. Überwachung kann aber dazu führen, dass Leute das nicht bekommen. Wenn man analysiert, was für Technologien, Überwachungstechnologien benutzt wird, kann man erkennen, was man welche Folgen das hat. Genau wie analoge Überwachung benutzt wird, muss auch die Öffentlichkeit das von neuen Techniken auch ein Risiko von Menschenrechten ist und wir auch hier die Menschenrechte verteidigen müssen. Journalisten, die über Demonstrationen berichten, müssen wissen, welche Überwachung benutzt wird. Leute, die gegen Überwachung arbeiten wollen, müssen wissen, welche Methodiken und Regeln dafür existieren, um effizient dagegen vorgehen zu können oder damit interagieren zu können. Es gibt unterschiedliche Überwachungsmethodiken, die von der Polizei überall auf der Welt benutzt werden. Zeigen, wie sie aussehen, wie sie funktionieren, welche Daten sie sammeln und wie sie von der Polizei benutzt werden. Und am Ende werden wir noch ein paar weitere Ressourcen zur Verfügung stellen für Leute, die in ein Thema tiefer eintragen wollen. Polizeiüberwachungsmethodiken sind überall heutzutage, von der Polizisten selber, an deren Funktion, über der, in der Umgebung, in der Luft, überall in der Umgebung. Es können ganz viele unterschiedliche Situationen sein. Wir müssen wissen, wo sie sind. An Polizei selber. Das ist zum einen getragene Kameras und mobile biometrische Geräte. Polizeikameras sind Gerätschaften, die in den letzten Jahrzehnten beliebter geworden ist. Ursprünglich war das etwas, was benutzt wurde, um sicherzustellen, dass die Polizei nachverfolgt wird, um eine Interaktion nachvollziehbar bekommen haben. Das heißt, wenn Polizei gewaltsam wird, dann wird das nicht, dass das mitbekommen wird. Und die wird aber auch benutzt, um gegen Protestanten Demonstranten vorzugehen. Hier wurde nach einer Demonstration Wochen später die Polizei die Personen identifiziert und ist gegen sie vorgegangen, zum Beispiel gegen die Straßensperrung vorzugehen. Und sie haben sie auf dieser Kamera aufgenommen und sind damit gegen sie vorgegangen. Es gibt unterschiedliche Arten, wenn man solche Kameras benutzt, vermutet, dass sie benutzt werden, muss man schauen, wo sie sind. Zum Beispiel manchmal sind sie am Kopf, an der Seite der Brille, in der Mitte der Brille. Die Mittelbrille ist oft schwer zu finden, aber die Seiten sind oft sichtbar. Die sind nicht sonderlich üblich, aber sie passieren. Manchmal sind sie auch bekannt.
Schulterkameras sind. Auch nicht ganz so häufig, aber sie haben ein interessantes Feature, weil sie in 360-Grad-Kamera existieren können. Das ist eine Domkamera, die in alle Richtungen schaut. Das heißt, 360-Kamera auf der linken Schulter des Kameras und die meisten Kameras, zum Beispiel die nur nach vorne filmen, zeigen nur 180 Grad. Wir nehmen nur 180 Grad auf. An der bauchgetragenen Kamera sind die häufigsten. Die werden sehr weit benutzt. Hier ein paar Beispiele aus Amsterdam und die Polizei der Westmittlands in Europa. Und lange weisen sie nicht mehr in Europa in der Polizei. Es gibt unterschiedliche Typen, Axon, Wolfcom und WatchGuard sind relativ üblich. Sie funktionieren in einer ähnlichen Art und Weise, aber es gibt ein paar Unterschiede und man kann sie sich anschauen auf der Webseite der Firmen. Und man kann auch die Nachrichten anschauen, wie sie das erste Mal eingetragen werden, dann wird gezeigt, werden sie gezeigt. Es gibt auch Smartphone-basierte Kameras und das ist das niedrige Ende, ist eine ganz normales Android-Kamera, die ihre externe Kamera benutzt mit einer Anbindung, die das aufzeichnet in einer Tasche, das ein bisschen weiter oben ist und nach vorne zeigen kann, aber es ist auch eine sehr versteckte Technik. Wenn man sich nicht genau hinschaut, ist das eventuell auch einfach nur ein normales Telefon in der Kamera. Es könnte auch irgendwo in die Uniform festgeklippt ist. Also wenn man irgendwo die Kameras nach außen zeigt und es an den Polizisten befestigt ist, dann ist das eine gute Methodik. Zu guter Letzt sind die semi-versteckten Kameras. Also hier ist zum Beispiel, wo sie wird am Körper getragen, das ist so teilweise versteckt. Es sieht so aus wie ein Knopf, den jemand an der Uniform befestigt hat. Und wenn man nicht genau hinschaut, merkt man ihn vielleicht nicht, aber wenn man es einmal gesehen hat, dann kann man wieder finden. Ein Knopf ist, wo man keinen Knopf erwartet, wenn er ein bisschen anders aussieht. Wenn man genau hinschaut, aussieht wie eine Kamera, aber wenn man nicht genau hinschaut, dann sieht man ihn möglicherweise nicht. Und zusätzlich gibt es auch noch mobile Biometriegeräte. Das sind Handheld-Scanners, es könnte Tablet sein, Kamera-Handys und teilweise ist es nur ein Kamera-Handy, wo eine spezielle App installiert ist und wir sehen hier, dass es manchmal möglich ist, ob man nicht unterscheiden kann, ob es jetzt ein Handy ist oder ein biometrisches. Wenn der Polizist das Phone so hinhält, dann ist es in der Regel so, weil sie ein Foto aufnehmen wollen und sie versuchen das mit der Gesichtserkennungssoftware zu verbinden. Und man sieht jetzt auch mobiles Fingerabdruck nehmen. In England gibt es eine App auf dem Handy mit einem Fingerabdruck-Scanning-Gerät und man nimmt den Fingerabdruck und schaut in der Datenbank nach. Ist die Datenbank von allen Leuten, die mal festgenommen wurden und dann wird nachgeschaut nach neuen Leuten und die andere ist eine Datenbank von Immigrationsdaten, die an der Grenze zum Beispiel aufgegriffen worden sind, wenn jemand in England einreist. Und das ermöglicht es der Polizei, sehr schnell zu überprüfen, ob eine gewisse Person, ob es da Daten gibt. Manche machen beides. Können Fingerabdrücke nehmen und ein Foto nehmen für Gesichtserkennung. Und das hier ist zum Beispiel DataWorks plus Evolution. Das macht beides. Und das kann sehr einfach für die Polizei sein, aber es ist gefährlicher für die Freiheit. Manche Kameras gibt es, zum Beispiel Wolfcom gibt es eine biometrische Fähigkeit, die integriert ist, zum Beispiel Gesichtserkennung, in der Regel Gesichtserkennung. Man kann es als normale Kamera benutzen und man kann auch ein Bild drücken, es wird hochgeladen in eine Datenbank und dann Gesichtsanalyse gemacht wird. Und die Kamera versucht es so einfach zu machen wie möglich.
Gesichtserkennung in Europa. Es gibt einen Algorithmus. Es gibt 11 Polizeiagenzies, die Gesichtserkennung in Europa benutzen. Hier ist die Karte. In England ist das automatische Gesichtserkennung, die in South Wales benutzt wurde, dass die nicht legal war. Aber andere Seiten, Stellen in der EU wird es noch weiter benutzt, zum Beispiel in der Londoner Polizei in London, die häufig benutzt. Und das ist ein anderer Aufbau als in South Wales. Ob das ist, werden wir sehen. Es gibt auch einen Druck auf die Europäische Union, dass es Restriktionen für Gesichtserkennung gibt. Und im September gab es eine Sache von den Kommissionären, muss ich sagen, sie überlegen, ob es sie braucht und ob wir weitergehen wollen, dass wir die in manchen Fällen oder in manchen Bereichen nicht erlauben oder temporär erlauben oder so. Das ist keine besonders starke Aussage, aber sie überlegen es, denken darüber nach und man kann dafür arbeiten. In den Vereinigten Staaten haben einige regionalen Gesetzgeber Restriktionen für ihre eigenen Polizeidepartments herausgegeben, Polizeiabteilungen. Und eine nationale oder internationale Regulierung, die diese Polizei registriert, noch nicht existiert. Man kann immer noch lokal anfangen. Das zweite ist Autos und Rotwegen. Roadways, both adjacent to the protests and within the protests themselves. So adjacent to the protests is looking at the exits and entrances to the protest areas. And they may use existing ALPR or place new ALPR. Zum Beispiel können in der Nähe von Protestaktionen Kameras aufgebaut sein. Und diese Kameras werden normalerweise auf eine Straße ausgerichtet, wo Autos sind und sie nehmen ein Foto, schauen, was die, welches Auto das ist. Die das Auto finden, die Datenbank nachschauen und schauen, zu wem das registriert ist. Und das kann dann zu einem zentralen Server hochgeladen werden und die werden dann auf eine Liste gesetzt. Es ist ein sehr mächtiges Werkzeug für viele Leute, die Autos benutzen, um von und zu Protesten zu gehen. Und wenn sie dann in eine Gruppe kommen, dann hat vielleicht einer von denen ein Auto und es wurde schon benutzt, um gegen Proteste, Demonstranten vorzugehen. Hier in England, wo Leute zu einer Demonstration gegangen sind, wo sie dann später rausgezogen wurden, die Personen mit der Demonstration verknüpft haben. Wenn es eine Demonstration gibt, könnte sein, dass Polizisten einen mobilen Laser hinstellen. Entweder auf so einem, wie eine normale Kamera, die stellen sie irgendwo hin, häufig bei Zugängen und Abfahrten von der Zone, in der die Demonstration erwartet wird, um zu schauen, wer hinfährt und wer rausfährt, während der Zeit der Demonstration. Versuchen die Gruppen zusammenzuführen aufgrund der Autos, die sie benutzen. Und es wird auch mehr und mehr auf Polizeiautos befestigt. Hier ist ein Beispiel. Hier ist es sehr offensichtlich in einem englischen Polizeiauto. Man sieht die Kamera, wie sie herausschaut, sehr offensichtlich, dass dort eine Kamera ist. Unten bei der französischen Polizei ist es nicht offensichtlich. Es sieht aus wie eine normale Blinkleiste. Wenn man sich auskennt, sieht es ein bisschen anders aus, aber im Endeffekt ist es sehr gut versteckt. Und teilweise sind sie auch vorne oder im Kofferraum befestigt. Und es geht auch darum, wie sie interagieren. Wenn sie langsam durch eine Straße fahren, wo Leute parken, dann kann es sein, dass sie Gritting machen, wo sie versuchen, jedes geparkte Auto aufzuzeichnen, die in einem Bereich geparkt sind. Wir fahren da langsam und stetig.
Und dann gibt es die fest installierten und die sind in auf Landstraßen, auf Autobahnen verbunden. Auf Straßen, wo da nur bestimmte ist, wo sie benutzt werden, um Strafzahlungen durchzuführen, wo Grenzkontrollen ist. Und die sind üblich in Bereichen, wo es ist. Und wenn sie schon installiert sind, dann kann die Polizei diese Daten auch dazu benutzt werden, um zu schauen, wer einen Bereich betritt oder verlässt. Und dann während dem Protest selbst gibt es vielleicht noch weitere Überwachungsmöglichkeiten. Und in diesem Beispiel haben wir die Polizeibeziehung von Santa Fe und da wollten schauen, ob Leute die Statue bewegen, haben also diesen Anhänger dahingestellt, der eine Kamera hat mit Audiofähigkeiten. Und haben das direkt neben der Statue aufgestellt, um den Protest aufzuzeichnen. Und da gibt diese Kameras können in verschiedenen Formformaten auftreten. Es gibt diese Überwachungstürme. Da kann das Personal und die Kamera in dem Turm sein oder vielleicht ferngesteuert. Es gibt vielleicht diesen Hebearm dort. Es ist nicht einfach, da rein rauszukommen. Das heißt, es ist etwas nicht so einfach, da Leute drin zu haben, aber es ist viel einfacher, die eingebauten Überwachungsfunktionen zu haben und das Gebiet um den Turm herum mit Kameras zu überwachen. Und da gibt es auch diese reinen Überwachungseinheiten, wie dieses Beispiel. Das zeigt 4 Kameras. Auf einen erhöhten Stock und damit kann man quasi überall Überwachung hinzufügen. Und einige von denen sind viel komplexer, zum Beispiel Temperaturabbilder. Eine Firma, die da mitspielt, ist FLIR, FLIR-Systeme. Die machen diese Geräte für verschiedene Polizeiabteilungen. Und diese Wärmekameras erlauben es der Polizei, auch im Dunkeln diese Überwachung durchzuführen, wo man vielleicht Personen nicht leicht identifizieren kann, aber sie haben eine Wärmesignatur und man kann damit weiterhin den Protest überwachen, auch wenn das Licht nicht mehr da ist. Und viele solche Proteste werden nachts passieren, zum Beispiel Demonstrationen bei Kerzenlicht. Und die Polizei möchte da gerne mit Wärmebildern nachschauen, um auch in der Nacht das überwachen zu können. Was man auch bei einem Protest sehen könnte, ist ein Notfall-Kommando-Vehikel-Fahrzeug. Das ist oft massiv, das hat einige Überwachungsmöglichkeiten, aber öfter ist es zur Kontrolle eingesetzt. Das heißt, das bekommt dann Bilder von Kameras oder bedient Kameras ferngesteuert und dort fließen die Signale zusammen. Und sie haben vielleicht auch einige Kameras eingebaut. Aber das ist dann der Punkt, wo diese lokalen Geräte ihre Informationen hinschicken. Und was ich auch sagen möchte, ist, das wird oft falsch angenommen. Leute gehen davon aus, dass es diese unmarkierten Fahrzeuge gibt, die vielleicht sogar Antennen oder Satellitenschüsseln drauf haben, ohne Markierung. Es kann sein, dass es ein Polizeifahrzeug ist, sollte man aber nicht davon ausgehen. Es könnte auch zum Beispiel eine Nachrichtenorganisation sein. Nachrichtenorganisationen gehen auch zu Protesten. Sie haben auch solche Satellitenschüsseln. Es sieht sehr ähnlich aus, so ein Übertragungswagen. Und in einigen Fällen hat die Medienorganisation auch Sicherheitsleute da. Sie haben vielleicht machen sich Sorgen um ihr Equipment und sie haben diese Fahrzeuge ohne Markierung. Es kann also sein, dass es Polizei ist, aber man sollte nicht davon ausgehen, dass es der Polizei gehört. Und manche Leute denken auch,
Wenn es Antennen oder Satellitenschüsseln gibt, da ist es ein Stingray, aber das ist ein Missverständnis. Stingrays sind ziemlich klein, brauchen keine extra Antenne. So ein Stingray kann man in einen Kofferraum packen oder in einen so ungefähr wie einen kleinen Aktenkoffer. Es ist also unwahrscheinlich, dass man ein Stingray, so ein Handy-Aufzeichnungsgerät, dass man das in so ein Gerät reinsteckt. Braucht man keine Antenne dafür. Es gab nicht so viel Dokumentation über, wie diese Technologie in den USA verwendet wurde. Wurde verwendet. Wir wissen über einige Proteste in autoritären Ländern, wo es passiert ist. Es ist unklar, wie oft es verwendet wird. Und es sind sehr gefährliche Geräte. Diese Geräte können sehen, welche Handys sind in der Gegend und sie eindeutig identifizieren. Und man kann dann feststellen, welche Individuen waren bei dem Protest da. Und solche Informationen sind bei den Protesten in der Ukraine verwendet worden, zum Beispiel, um den Personen Texten zu senden, SMS zu senden. Wir wissen, dass du da bist, und das kann sehr einschüchternd sein für diese Leute. Und die Herausforderung ist, es ist schwierig, die Polizeiüberwachung bei solchen Protesten selber zu überwachen, weil man so überwacht wird. Es ist schwierig für investigativen Journalismus oder so. Es ist schwierig, bei einem Protest festzustellen, ob das passiert oder nicht. Später wird es vielleicht offensichtlich. Nächste Kategorie ist in der Luft. Es gibt viele Formen von Überwachung aus der Luft. Man kann Proteste aus der Luft überwachen mit traditionellen Flugzeugen oder Hubschraubern mit Piloten dran und auch mit unbemannten Drohnen. Und die Polizei kann das auch verwenden, um mit den Protestierenden zu kommunizieren, um per Lautsprecher Nachrichten zu schicken, dass sie weggehen sollen. Wir haben das gesehen durch die deutsche Polizei zum Beispiel, um Leuten zu erzählen, dass sie Abstand halten sollen wegen Corona. Das Gleiche kann auch für Überwachung verwendet werden. Und diese Flugzeuge und Drohnen haben oft Hochdefinitionskameras an Bord mit einem sehr weiten Blickwinkel, um alles aufzunehmen, oder mit einem extremen Zoom, damit man eine einzelne Person sehen kann oder ein bestimmtes Nummernzeichen, und dann kann man diese Daten später verwenden und das dieses Flugzeug Fluggerät zusammen mit anderen Sachen zu kombinieren, zum Beispiel um die Nummernschilder zu erkennen. Und wir wissen, dass das passiert ist bei einem Prozess neulich in Texas. Eine Polizeidrohne in Texas hat Aufnahmen gemacht von einem Protester, der eine Wasserflasche geworfen hat. Und wir haben das Foto genommen und eine große Belohnung ausgelobt. Und dann hat jemand einen Tipp gegeben und der wurde verfolgt strafrechtlich. Das heißt, die Polizei verwendet das definitiv, um Informationen zu sammeln. Für größere Polizeiabteilungen ist es da häufig, solche Flugzeuge zu haben. Kleinere könnten vielleicht solche Flugzeuge mieten. Das ist also ein Beispiel für die Art von Flugzeug von einer Firma Persistent Surveillance Systems hier. Also ihr solltet nicht genau dieses Flugzeug mit der Registrierung nochmal nachschauen, aber dieses gleiche Modell ist typisch, und das wird dann über den Protest fliegen und mit den Kameras, die den Protest filmen. Und der Vorteil von Flugzeugen ist, die können oft für sehr lange Zeit so kreisen über den Bereich. Helikopter sind auch, werden auch verwendet. Sieht man oft über den Protest schwebend, und sie sind ein bisschen einfacher zu manövrieren. Sie können vorwärts und rückwärts gehen über den Protest und werden auch von der Polizei verwendet, um den Protest zu beobachten. Und wir haben hier zwei Beispiele, einen von Oakland Polizei und von dem aus dem Rheinland. Und in beiden Fällen haben sie FLIR an dem Boden des Helikopters festgemacht. Das heißt, sie können auch Wärmebilder machen, um Leuten zu folgen, nachdem es schon dunkel ist.
Und wir können auch sehen, dass einige Helikopter Scheinwerfer haben, sodass sie Signale geben können den Polizisten auf dem Boden, wem sollten sie folgen, worauf sollten sie achten. Und auch für Flugzeuge und Hubschrauber sollte man auf die Nummer auf der Heckklappe, glaube ich, schauen. Da ist oft die Nummer sichtbar und die kann man auf FlightAware zum Beispiel nachschauen oder anderen Diensten und dann herausfinden, wo kommt dieses Fluggerät her, was hat es gemacht und wem gehört es. Und zu guter Letzt Drohnen. Drohnen werden sehr häufig, immer häufiger und sie werden immer billiger und sie haben zusätzliche Fähigkeiten. Sie heißen auch unbemannte Luftfahrzeuge oder UAS, UAV, viele Abkürzungen. Und mehr Polizeiabteilungen schaffen solche Drohnen an. Am meisten so Quadrotoren, haben vier Rotoren, die haben eine eingebaute Kamera und sind nützlich, um Einblicke aus der Luft zu bekommen. Man kann sie feststellen, zum Beispiel, wenn man einfach auf sie hört. Sie haben so ein erkennbares Geräusch. Man kann auch nach den Piloten suchen, die die Drohne bedienen in der Nähe. Manchmal sind sie beschriftet, wie da oben links, Polizei-Drohnenoperator. Das ist ziemlich einfach. Aber manchmal steht da auch Drohnen, UAV, UAS oder Luftfahrteinheit oder irgendwas auf der Uniform. Das andere ist, wenn man eine Drohne identifiziert hat, dann sind sie oft haben sie eine direkte Sichtlinie zu den Operatoren, zu den Bedienern. Hat da irgendjemand eine Fernbedienung in der Hand, schaut da jemand auf die Drohne, das sind dann wahrscheinlich die Leute, die die Drohne bedienen und da kann man die Uniform anschauen, wem gehört diese Drohne, wer betreibt die. Aber beachtet, auch für Drohnen und andere Flugzeuge, also es muss nicht nur unbedingt die Polizei sein, auch Journalisten und AktivistInnen haben solche Fluggeräte. Auf großen Protesten wird es mehr Nachrichten als Polizeihelikopter geben. Das hier ist einer von der BBC. Das bedeutet, nur weil man einen Helikopter sieht, der eine Kamera hat und der über den Protest fliegt, es muss nicht heißen, dass das ein Polizeihelikopter ist. Und es gibt auch, diese Technologie ist nicht sehr häufig außerhalb von Protesten in Kriegsgebieten, aber das sogenannte Drone Killer, das ist eine Strahlenkanone, die Drohnen aus der Luft schlägt, die mit den also Radiosignale, die die Drohne irgendwie stört, sodass sie abstürzt. Das ist in Irak und in Afghanistan passiert. Und die Technologie könnte auch bei Prozessen verwendet werden, haben wir aber noch nicht häufig gesehen. Aber oh mein Gott, Drohnenkiller. Okay, der letzte Ort in der Umgebung. Es wird oft Kameras in der Nachbarschaft, die benutzt werden, einfach mit zusätzlich angezapft werden, die vielleicht von Städten benutzt werden. Es kann viele Kameras geben und es ist auch schwer, die ganzen Kameras zu empfangen. Es gibt so viele Kameras in so vielen unterschiedlichen Bereichen, dass man die ganze Zeit daran arbeitet, die Kameras zu analysieren. Und vielleicht möchte man nicht die ganze Zeit auf Kameras achten, aber dann sieht man die festen Kameras. Die erste Frage ist, die analysieren. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Kameras. Bullet Cameras sind direktional. Man sieht, in welche Richtung sie zeigen, wohin sie fliegen. Es gibt Dome-Kameras, die so aussehen, dass man nicht sieht, in welche Richtung sie ausgerichtet sind. Oder man sieht ungefähr in diesem Bereich oder 180 Grad, aber echte Direktion ist mit dem Dome nicht so sichtbar. Pan- und Tilt-Zoom-Kameras können die Richtung, in der sie zeigen, wechseln. Manchmal sind sie zusammen mit einer Dome-Kamera zusammen. Die Dome-Kamera kann ändern, wohin sie zeigt und es verstecken. LPR-Kameras also und Thermal- und Infrarot-Kameras. Thermalische Kameras
sind Wärmebildkameras werden in der Regel als Technik benutzt, um Autos zu erkennen. Mit Autos benutzt, weil sie relativ teuer ist. Aber in diesem Fall, in dem Bild, was ich hier zeige, ist es eine Wärmebildkamera. Ja. Und eine Unterkamera, die benutzt werden, sind Polizeiüberwachungsgeräte. Die sind Sensoren, die von der Polizei benutzt werden. Das können unterschiedliche Kameras sein, Schusserkennung, Gesichtserkennung und zum Beispiel London macht Live-Gesichtserkennung. Mehrere Kameras in einem Bereich. Manchmal gehören sie zu der Polizei, manchmal nicht. Und wenn es sehr viele unterschiedliche Sensoren da sind in einem Prozess und komplette Sicht haben möchte, dann ist das, was häufig von der Polizei benutzt wird. Und zu guter Letzt Straßenlampen mit Kamera drin. Das ist eine viele unterschiedliche Applikation, zum Beispiel Smart Cities versuchen sie zu benutzen. Die versuchen, die smarte Straßenlampen zu benutzen. Zum Beispiel die Arnhold-Universität wird das benutzt, um Strom zu sparen. Und sie versuchen, Bewegungserkennung und Geräuscherkennung zu benutzen, um zu erkennen, ob Menschen vorbeizugehen und ihre Sehhelder zu erleuchten. Aber genau dieselbe Technologie kann benutzt werden. Man hat Audiosignale, man hat Videosignale, die können auch zur Überwachung benutzt werden. Also hier zum Beispiel haben wir die Fähigkeiten von Intels Smart Light Technologien. Man kann es nach Verkehrspraktiken anpassen, Parkfehler erkennen. Man kann sie benutzen, um an die vorbeigehenden Leute Sprachnachrichten weiterzuleiten. Hoffentlich wird sie nicht häufig benutzt, aber wenn, dann bedeutet es, dass ein Überwachungsgerät entlang jeder Straße ist. Und wenn man überall in der Stadt ist, dann wird das irgendwo benutzt. Ja, San Diego zum Beispiel hatte eine Reihe von Demonstrationen um George Floyd und sie haben mindestens 35 Mal Kameras durch diese smarten Straßenlampen benutzt für kriminelle Aktivitäten, die aus der Demonstration kamen, aus diesen Protesten kamen. Welche zusätzlichen Ressourcen existieren da? Nimmt es hier nur als Startpunkt. Es gibt viel, viel mehr. Eine viel wichtige Ressource, die ihr vielleicht kennt, als Aktivisten und als Demonstratoren, als Journalisten, geht zu ssd.eff.org. Das ist ein Guide, wie man an einer Demonstration teilnimmt. Und es geht halt darum, wie man sich selber schützt, wenn man auf eine Demonstration geht. Benutzt gute Passwörter, Festplattenverschlüsselung, nicht, dass man biometrisch entschlüsselt werden kann und so weiter. Geht hin, geht zu Fuß hin oder nimmt ein Fahrrad, aber nicht ein Auto mit einem Nummernschild. Ihr solltet eine Maske tragen gegen Covid, aber auch je größer die Maske, desto mehr schützt es euch. Es gab auch vor kurzem eine Studie, die zeigt, dass sie versuchen, Gesichtserkennung weitermachen, obwohl Leute Masken tragen, aber es gab eine Studie, die zeigt, dass schwarze Masken schwerer zu erkennen sind als tragt eine rot-schwarze Maske. Eine Maske, die mehr von eurem Gesicht bedeckt, zum Beispiel ein Bedenner, ist es schwerer. Macht Sachen, um euch
die euch schützen, sowohl gegen Corona als auch gegen Überwachung. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr zu unserem Spots a Surveillance-Spiel gehen. Das ist ein Online-Programm, ihr könnt einen Desktop benutzen oder virtuelle Realität und ihr seid in einer Straßenecke und ihr versucht, die ganzen Überwachungsgeräte zu identifizieren. Und es dauert ein paar Minuten, durchzuspielen, und dann könnt ihr eure Fähigkeiten da mit der Entdeckung stärken. Und wenn ihr viel mehr Informationen haben wollt für irgendwelche dieser Geräte, dann geht zu eff.org/sls, Straßenlevelüberwachung. Und dann gibt es weitere Informationen über unterschiedliche Technologien, die benutzt werden. Und das könnte auch ein guter Anfangspunkt sein, wenn ihr vor kurzem festgestellt habt, was bei euch passiert, dann könnt ihr auch mehr darüber erfahren. Und ihr könnt auch mehr darüber erfahren, was so generell passiert mit diesen Technologien. eff.org/sls. Vielen Dank. Das ist das Ende meines Vortrages. Danke für das Zuhören. Und jetzt geht es zu meinem zukünftigen Selbst mit den Fragen und Antworten. Willkommen zurück. Okay, vielen Dank, Kurt. So, wir haben etwas Zeit für Fragen und ich versuche mich zu beeilen. Gibt es Geräte, Apps oder Dienste von privaten Firmen und wer sichert, dass die Daten nicht direkt an Dritte Daten weitergegeben werden? Ja, es gibt private Netzwerke. Eine Sache, über die wir geredet haben, ist, es gibt viele private Kameranetzwerke, die an die Polizei Informationen weitergeben. Manchmal geht die Polizei da direkt hin. Manchmal stellen Leute ihre Daten bereitwillig da online. Amazons Ring-Kameras, die haben das beworben als gegen Diebstahl, aber es ist natürlich auch, es werden die Kameras von den Türklingeln von allen gesammelt und das könnte an die Polizei weitergegeben werden. Und viele von diesen Organisationen, wenn es größere sind, dann haben sie vielleicht eine Privacy Policy, aber sie werden meistens über die Privatsphäre des Eigentümers des Gerätes reden und nicht über die Privatsphäre von allen, die vorbeireden. Das heißt, man hat vielleicht eine Kamera in seiner Eingangstür und das hört vielleicht Ton, hat ein Mikrofon, um Leute zu hören, die Hallo sagen, aber das kann auch den Audio von allen, die vorbeigelaufen, einfangen. Okay. Dann haben wir, was für eine Hoffnung haben wir gegen das alles? Welche legalen Gegenmaßnahmen haben wir, wenn wir Proteste an Protesten teilnehmen? Und andere Frage, ist es möglich, dagegen zu protestieren wegen Unschuldsvermutung? Wenn es sich auf deutsche Gesetze bezieht. Ja. Also es gibt viele verschiedene Gesetze, die das hier betreffen vielleicht. Wir haben ein internationales Publikum, aber ich glaube, es gibt auch einige Fragen zu Menschenrechten. But I would say actually one of the most effective tools to push back against this kind of police surveillance is working locally with the like a city mayor. Stream ist kurz abgebrochen. City council in a number of locations. Die Bürgermeister in verschiedenen Plätzen haben Einschränkungen verordnet dagegen, was die Polizei lokal machen kann. Das heißt, wenn man sich an seine Repräsentanten in der Regierung wendet und sagt, es muss Kontrollen über die Polizei geben, damit die Polizei nicht selbst entscheidet, was sie verwenden kann, sondern es muss durch die Legislative gehen, das ist vermutlich einer der effektivsten Wege. Man kann dort anfangen, wo man lebt, aber auch versuchen, das auf der nationalen Ebene durchzusetzen oder auf verschiedenen Ebenen.
Und was man, also ich hoffe, dass daraus rauskommt, ist, dass Leute zu ihren gewählten Repräsentanten gehen und was wird da überhaupt verwenden? Aha, sie haben Kameras am Körper oder Drohnen oder so. Und wir müssen sicherstellen, dass die Information, die da verwendet wird, gesammelt wird. Sie muss verantwortungsvoll eingesetzt werden und unter ziviler Kontrolle liegen. Aber wer kontrolliert die Kontrolle? Ja. Okay, we have more questions. Okay. Okay. Also, die Polizei hat Equipment, zum Beispiel Nummernplatten lesen, die sie auch billiger bekommen können, wie zum Beispiel, wenn sie nur Verkehrszeilen lesen oder nur die Zelleninformationen von Firmen einkaufen. Gibt es einen Grund, warum sie das so machen? Insbesondere in der Europäischen Union, weil da gibt es viele andere Regeln in den Vereinigten Staaten. Fragwürdige Technologien, die für Überwachung eingesetzt wird. Die erste Frage. Autos nachverfolgen in den Europäischen Union ist das häufig, aber größtenteils wird es aus anderen Gründen installiert, nicht gegen Demonstranten, aber sie suchen eher nach sichergehen, dass Leute zum Beispiel Geld auf der Autobahn zahlen, wenn sie ein Bild da machen. Und wenn man zu schnell fährt, wird das in Plätzen, wo es Geschwindigkeitsgrenzen gibt. Und es wird auch benutzt, um wenn man irgendwo falsch parkt, dann wissen sie, wem sie die Knöllchen zusetzen können. Und es kann halt auch für Überwachung missbraucht werden. Und darum brauchen wir Regeln, die sicherstellen, dass wenn sie Sachen benutzt werden, zum Beispiel für einen Grund, wo alle Leute mit einverstanden sind, um zum Beispiel Verkehr nachzuvollziehen, dann darf es nicht missbraucht werden, um gegen Demonstranten zu arbeiten, die weiter benutzt wird, als es ursprünglich gedacht ist. Außerdem ist es keine gute Sache, perfektes Park ist. Wenn man mal parkt, wenn das System dann ändert, dann sind die Sachen, die vorher gesetzt wurden, mit der Überlegung, dass die meisten nicht gefangen werden, nicht gefunden werden. Man ändert das zu perfekter Nachvollziehbarkeit. Und weiß jeder genau die Minute, wo eine Strafzahlung notwendig ist, dann ändert das die Dynamik der Macht zwischen den Bürgern und dem Staat und sagen, hey, wir machen nur die existierenden Regeln. Aber im Endeffekt ändert es die Dynamik des Ganzen. Und redet mit euren lokalen Gesetzmachern, mit Abgeordneten, versucht da die Regeln zu ändern. Ich würde das so interpretieren, dass die Vorhersorge kommt nicht mit der Idee, dass ihr eure Daten schützt. Und das andere, haben wir Informationen darüber, ob die Polizei diese Technologien missbraucht. Es gibt ein paar Beispiele, wo Leute diese Technologien missbraucht hat. Es gibt ein paar davon in Folien, wo jemand zu einem politischen Protest ging und wo sein Auto in eine Datei gefasst wurde und später wurden sie angehalten. Zum Beispiel in South Wales, in Südwales, wo die Gesichtserkennungssoftware in einer illegalen Weise in England gemacht wurde, in Großbritannien. Und in London sagt die Polizei, dass es für sie nicht stimmt und sie benutzen sie weiterhin. Es ist etwas, was die Polizei sehr gerne machen würde, weil es relativ einfach für sie ist und wir werden das sehen, aber solange es keine Regeln gibt, die sagen, hey, hier sind die Limitierungen, wie ihr die benutzen könnt, dann können sie die benutzen, ohne dass irgendwelche die Regeln umgehen können müssen. Ich hoffe, dass das europäische Regierung da die Polizeibenutzung von Gesichtserkennungssoftware von Polizei benutzen unter pausieren. Es gibt Situationen, wo es sehr hilfreich ist,
aber wir wollen sicherstellen, dass sie ordentlich benutzt wird. Also, ich glaube, du wirst noch weiter in der 2D-Welt sein, du wirst dich da auch umschauen. Ja, es gibt noch weitere Fragen. Ich hoffe, vielleicht findet ihr ihn in der 2D-Welt und fragt ihn einfach da. Vielen Dank. Thanks so much. Thanks so much, everybody. Nice having you. Danke, dass du hier warst. Tschüss.